Ich gebe dir ja schon ein Signal, also rechts, ab, rechts blinken, dass sie vorbeiziehen können. Aber die wollen nicht. Gut, dann begleitet uns die nächsten 720 Ballen entspannt auf dem Highway oder für mal auf der Landstraße. Ja, auf der Landstraße ist generell Überholverbot eigentlich. Landstraße darfst du auch überholen. Also sagen wir so, auf, ja, meisten, auf den meisten Landstraßen in den USA ist diese durchgezogene Linie. Jo. Aber die ist hier nicht gewesen. Sondern ganz normale Straßen. Hm? Keine Ahnung. So. Aber wie gesagt, das mit. Ja. Also ganz ehrlich, ich wäre dafür, dass mal irgendeiner diesen Erdogan hier eine Kugel durch den Kopf jagt. Nein. Nein, sowas. Sowas wünschen wir keinem. Nein. Willst du ein zweites. Ein hier. Hier das. Tausendjähriges Reich? Versuchst tausendjähriges Reich? Nein. Und statt der Juden wird dann nämlich, werden dann nämlich die Kurden genommen. Ja, das ist nämlich das, was Erdogan schon die ganze Zeit macht. Die Kurden bekämpfen. Okay. So, die ethnischen Säuberung in dem Sinne. So, und genau das ist. Genau das muss verhindert werden. Ja, aber was ist halt. Wo ich wirklich herzlich drüber gelacht habe, war, als ich auf Spiegel Online halt auch gelesen habe, oder nee, was? Ich glaube, das war der Westen.de, wo Erdogan in einer Rede gesagt hatte, dass, wenn er nach Deutschland kommen möchte, dass er auch dahin kommen wird. Ja, da. Das hat für mich irgendwie so leichte Anwandlungen gehabt wie, ich will aber 100%ig und deswegen mache ich das auch. Ich sag mal so, ja, er kann ja, wenn er will, nach Deutschland kommen, oder kann es aber auch sein, da wäre ich auch ganz ehrlich dafür, dass wir dann mal auf Ketten Richtung Türkei gehen. Nein. Wir wollen keinen Krieg. Also, nein, wir wollen keinen Krieg. Es bezeichnet doch schon, es wäre hier, viele Türken bezeichnen doch schon Deutschland als hier Neu-Türkei. Aha. Ja, ist es so. Hast du da eine Quelle zu? Das wurde mal hier gesagt, vor ein paar Jahren, dass viele hier Türken halt Deutschland als Neu-Türkei bezeichnen. Hm. Ich sag mal, ganz ehrlich, hier ist ja auch so eine Sache. Guck doch mal, wie viele türkische Fahnen teilweise aus den Fenstern hängen. Ja, und? Ja, wenn irgendwas da ist. Deutschland ist ein multikulturelles Land. Ja, das gibt's in keinem anderen Land, dass sowas zur Schau gestellt haben darf. Er sagt, Deutschland ist ein multikulturelles Land. Lieber Funk B? Hast du mal einen kurzen Moment? Der mit seiner Triebnase. Ja, kannst du mal die Hintergründe irgendwie so ein bisschen erklären über den. Über die Absagen in Köln? In Köln? Da kannst einfach. Erstens, da hier beim Arbeiten brechen die Halle. Da stand extra was drauf dran, keine politischen Gespräche, beziehungsweise keine politischen Veranstaltungen. Und was war? Die haben das so gesagt und ganz kurz hier vor Ende der Zeichnungsfrist oder sowas, haben die angekündigt, dass auf immer dieser Minister kommt. Also haben sie mal wieder, wollten es ganz geschickt hier torten, diese regierungsnahen Sachen. So, und das dann der dann wundern sie sich, dass der Veranstalter absagt, obwohl genau drin steht, keine politischen Veranstaltungen.
dafür. Und da regen die sich auf, da machen die ja taratz rüber. So, und was halt auch obwohl, da noch, ja? Obwohl die Vertragsbruch begehen damit. So. Und dann noch die Absage von dem Bürgermeister in Galdernau oder. Ja, ja, wie gesagt, das was der erste Auslöser war. Ja, die wussten auch bis kurz davor nicht, dass der auftritt. So, und dann haben sie es aus Sicherheitsgründen, was auch entsprechend gegeben ist, ja, abgesagt. Ja. Und da regt er sich auch wieder drüber auf, wie sonst was. Weil die auch damit rechnen müssen, dass der erscheint auf so einer Veranstaltung. Anscheinend. Ja, aber was. Die Vorstellung von diesen Leuten ist nicht mal normal. Und so, aber was halt. Was ich wirklich persönlich kritisiere, ist einfach die Tatsache, dass der die Person, die das, die dieses Event veranstaltet hat oder angekündigt hat, wo ich wirklich sehr amüsiert drüber war, dass diese Veranstaltung eigentlich als Theateraufführung deklariert wurde, bevor es dann herausgekommen ist, nee, das ist keine Theaterveranstaltung, das ist eine politische Informationstour. Ja, eine politische Informationsveranstaltung. Ja, das ist, weil die sonst nicht irgendeinen Auftritt überhaupt bekommen hätten. In dem Sinn. Ja, aber da müssen sie auch wirklich klar Farbe bekennen und sagen, jupp, das ist eine politische Veranstaltung. Ja? Nein, hätten sie doch keinen Sündenbock. Hätten sie doch ganz einfach keinen Sündenbock, das ist es doch. Ja. Und beziehungsweise dann würden sie die versuchen doch mit allen Tricks das zu machen, dass die hier auf Werderfang gehen können. Weil eben eigentlich viele Türken das nicht wollen und die Minderheit so stark unterdrückt werden muss. Die zum Beispiel Erdogan selber hat doch zum Bekämpfen dieser Gegner aufgerufen. Ja. Und die Bild am Sonntag hat heute getitelt, das habe ich nur durch Zufall, habe ich das gelesen, bezichtigt die Deutschen, wahrscheinlich ist das nur leerer Luftwind, ja, es ist einfach nur heiße Luft, dass er die Deutschen der Terrorhilfe bezichtigen. Oder, Ja, tut doch auch diesen Journalisten. Ja, den Yüksel ist das. Den tun sie als ihren deutschen Spion hier behandeln. Ja. Und als Terroristen, als wäre der hier ein Terrorist. Weil, ehrlich gesagt, das ist doch eigentlich schwachsinnig. Das ist das hier. Aber gut, den Terroristen, weil sie hier denn seine Wahrheit aufdecken. Man muss aber auch dazu sagen, man war also Stand heute, wohlgemerkt, man hat keine Beweise für oder dagegen gefunden. Ja, das ist doch Stand heute. Er ist jetzt aktuell in Untersuchungshaft. Es ist ein Journalist, der Zeug aufdecken könnte. Damit ist er automatisch Terrorist. Meinungsfreiheit, das gibt's dort nicht. Obwohl es so groß ist, die Fahne schreiben. Hm? Wie gesagt, das ist. Naja. Das ist ein hier. Wie gesagt, das ist genau wie damals Mr. H. Der hat das ganz genauso gemacht. Okay. So, und als Kriegsgrund gab es dann den Anschlag hier auf den Radiosender. Den deutschen Radiosender von der angeblichen Polen. Ja. So. 9. September 1939 ist das, glaube ich, gewesen. Ja, keine Ahnung, ich weiß bloß jetzt.
dass das hier, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber genau das hört hier Erdogan genauso machen, bei den Kurden. Mhm. So, oder zum Beispiel der geplante Umsturz letztes Jahr, mit dem der seine ganzen Sachen eingeführt hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so eine, ich sag mal, offizielle Sache war. Eher von einem gewissen E-Punkt geplant. Okay, aber das ist halt wieder jetzt Vermutung und Mutmaßung, also Aluhutträger-Niveau wieder. Dem wollen wir uns aber nicht hingeben. So, gehen wir jetzt einfach mal versuchen wir mal ein bisschen in die Zukunft zu sehen, okay? Hm. So, wir wissen aus der Geschichte, dass damals das Militär massiv aufgerüstet wurde. So. Dass die Arbeitslosigkeit praktisch nicht mehr bestanden hat. So, das hat allerdings eine richtige Menge Geld gekostet. Ja? Um halt so massiv aufzurüsten. Und ehrlich gesagt, ich glaube da nicht dran. Bei was? Dass das Militär in der Türkei innerhalb von 5 Jahren, nehmen wir jetzt 5 Jahre als aufgrund der Geschichte an, dass das Militär nicht innerhalb von 5 Jahren so derartig aufrüsten können, um Kriege zu führen. Ich glaube da nicht dran. Ach, ich sag mal so, mit genug fanatischen Leuten dabei. Ja, das Ganze kostet auch Geld. Sagen wir es mal ganz einfach so. Das Geld kriegen die ja gerade. Durch den Flüchtlingsdeal. Was eigentlich total dämlich ist, was da gemacht wurde. Da kriegen die 6 Milliarden. Und damit können sie eine Menge Zeug einkaufen. Ja, aber ehrlich gesagt, von 6 Milliarden kriegst du nicht so eine Kriegsmaschinerie aufgezogen, um damit Kriege zu führen. Das ist leider immer noch viel zu wenig. Zum Glück. Aber trotzdem hat der Türkei relativ großes Militär, das ist es ja auch. Ja, aber die Ausrüstung, die sie verwenden, laut meinen Kenntnissen, ist ein wenig älter. Es reicht aber trotzdem zu, gegen zum Beispiel die Kurden einen Genozid zu begehen. Hm? Das dafür reicht es ja aus. Ja, aber sowas, was wie damals, das kannst du heutzutage nicht mehr verstecken. Das kannst du nicht versteckt machen. Genozid so derart dich wie damals durchzuziehen. Die Satellitenüberwachungen sind in den letzten Jahrzehnten derartig weit nach oben gegangen. Eben, ich das könnte. Ist das ja. Er macht es ja noch nicht mal versteckt. Guck dir das mal an, zum Beispiel der Kampf gegen den IS. Hm? Was macht die Türkei? Die bombardiert die kurdischen Stellungen. Ja, aber, und zwar nur die kurdischen Stellungen. Hm. Gegen den IS selber wird nicht vorgegangen. Und Putin macht genau das Gleiche.